Ja, das Thema Orientierung im Alltag und auch Sicherheit im Alltag ist ein riesengroßes Thema, gerade bei Menschen mit Demenz in der Häuslichkeit. Das beginnt schon damit, dass wir möglichst immer denselben Tagesablauf beibehalten sollten, dass gewohnte Gegenstände dort liegen bleiben, wo sie auch früher lagen. Also, dass ich räume jetzt alles auf, das könnte eher kontraproduktiv sein. Wenn es feste Orte gab, wie jetzt beispielsweise das Portemonnaie hier, wenn das immer dort lag, dann lassen Sie das einfach da liegen, räumen Sie nicht unnötig auf. Und am Ende findet man eben die wichtigen Dinge nicht mehr, die immer an dem speziellen Platz lagen. Die Brille ist da ein Klassiker, auch als Beispiel, dass die häufiger verlegt wird. Aber dann lassen Sie das an Orten, wo sie immer lag oder wo die Dinge immer gerne sind. Ein Telefon mit großen Tasten oder mit hinterlegten Fotos von Angehörigen, von bekannten Gesichtern, das hilft. Ein Vorhang kann eine gute Möglichkeit sein, die Eingangstür zu verbergen bzw. es unkenntlich zu machen, dass dahinter die Haustür ist, um zu vermeiden, dass Betroffene unabsichtlich das Haus verlassen, sich möglicherweise desorientiert auf der Straße bewegen und nicht wieder zurückfinden. Ja, so eine Klingelmatte kann hilfreich sein, wenn ich mich als Angehöriger nicht im selben Raum befinde, sondern möglicherweise in der Küche und wissen möchte, ob im Wohnzimmer Aktivität ist, derjenige aufsteht und zur Toilette gehen möchte. Gerade auch nachts, da ist das eigentlich ein gutes Instrument mitzubekommen, dass Aktivität in einem anderen Raum ist. Insgesamt kann man beim Thema Orientierung im Alltag sagen, dass es die Summe seiner Teile letztlich ist von ganz vielen kleinen Dingen, die dort helfen, Sicherheit zu vermitteln. Aber der Grundsatz wäre, vereinfachen Sie die Dinge, weniger ist mehr und lassen Sie alles am gewohnten Platz, so wie der Betroffene es kennt.